Gerhard Schmidt, auch ein Ex-FPÖler, jetzt fraktionslos, ist der nächste und letzte der Debatte zum Grünen Bericht 2015. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister. Mein Beitrag ist zur Investitionsförderung zur Umrüstung landwirtschaftlicher Maschinen auf Pflanzenölbetrieb. Die heimische Landwirtschaft ist ein Garant für Qualität. Dennoch ist der Faktor Landwirtschaft durch das politische Versagen der Bundesregierung seit Jahren rückläufig. Als Hauptgründe des Bauernsterbens sind die bevorstehende Unterzeichnung der Freihandelsabkommen und die Exportsperre nach Russland anzuführen. Der heimischen Landwirtschaft sind Arbeitsgrundlagen zu schaffen, welche das Bauernsterben beenden und mit steuerlichen Begünstigungen, letztlich auch Begünstigungen für den Konsumenten, der Arbeit in der Landwirtschaft neue Anreize schaffen. Es kann nicht akzeptiert werden, dass die Produkte der heimischen Landwirtschaft für den Normalbürger nicht mehr finanzierbar sind und durch fragwürdige Importprodukte ersetzt werden. Technische Umrüstungen sind typenabhängig mit teils erheblichen Kosten verbunden. Der Betrieb neuer Traktoren ist unabhängig vom Treibstoff möglich, jedoch sind zum Beispiel mit Rapsöl betriebene im Ankauf mit einem finanziellen Mehraufwand verbunden. Der uneingeschränkte Betrieb von Land- und Forstwirtschaft ist nicht durch zusätzliche Belastungen zu gefährden. Dies umso mehr, als die Technik entsprechende Umstellungen ermöglicht, welche dem Umweltschutzgedanken nachhaltig fördern. Dem Antrag auf Einführung einer Investitionsförderung ist aus meiner Sicht somit zuzustimmen. Danke.